Servus gegen Steve geht es hier in der zweiten Runde des dritten Turniers. War das das dritte? Eins habe ich jedenfalls mal ziemlich verkackt beim letzten Mal, also im vorletzten Video. Aber das lag bestimmt am Rasen. Hier auf diesem roten Untergrund bin ich Profi. Ha, das wird zu null, ich sehe es schon kommen. Auf jeden Fall sagt mir der Name nichts von dem Typ. Ich habe schon wieder jetzt gerade vergessen, wie er heißt. Steve hieß er, gut. Und wenn man sich nicht mal an den Namen erinnern kann, dann kann man davon ausgehen schon, dass er wahrscheinlich nichts dafür getan hat, um einprägsam zu sein. Play. Play. Was für ein lahmer Aufschlag. Du wirst mich doch verarschen. Und du auch. Da wird kein Problem heute, dann mache ich mit links. Und ich denke mal, das wird jeden freuen. Haha. Ich wäre ja hoch erfreut, wenn ich gleich mal im ersten Versuch quasi nach der Saison in jedem, nicht in jedem Turnier Erster wurde, aber dennoch an Gesamtpunktzahlen auf Platz 1 stehen würde. Denn nur darum geht es, glaube ich. Werden wir dann feststellen am Ende. Und so lange sollte das gar nicht mehr gehen. Oh, ich hab's gesehen. Dass das ein Fehler war. Das hier ist schon Video 10, wenn ich nicht irre. Und maximal 20 sollte es geben. Und dann ist schon eine Saison vorbei. Aber das wird ja nicht die einzige bleiben, denke ich. Dafür macht mir das Spiel viel zu viel Spaß. Aber ich denke, danach werde ich erstmal so ein Doppel zeigen, wie das abläuft. Auch wenn das leider nur in Singleplayer, glaube ich, geht ohne Saison und sowas. Singleplayer nicht, natürlich nicht. Man kann auch mit Computer spielen. Mit irgendjemandem muss man ja spielen. Und natürlich auch im zweiten Player. Vielleicht muss ich mir da irgendwie mal einen Partner suchen, der mit mir hier zockt. Ich glaube aber nicht, dass man... Was war das wieder für ein Pisselball? Ich glaube aber nicht, dass man da irgendjemand für Langzeitmotivation begeistern kann bei diesem Spiel. Außer mich natürlich. Ja, das war jetzt ganz groß. Keine Probleme. A40. Neue Mercedes-Klasse. Ich habe keine Ahnung von Autos, aber ich weiß, es gibt eine C-Klasse. Also gibt es bestimmt auch eine A-Klasse. Aber es gibt ja auch Audis. Die heißen bestimmt irgendwas mit A. Es wird eh irgendwann keine Autos mehr geben. Da hat jeder nur noch einen PC. Warum physisch hingehen, wenn man virtuell da sein kann? Mit den neuesten 3D-Hologramm-Techniken spart man sich das Sprit und eine ganze Menge anderer Kram. Das war ein zu Null Sieg. Das ist sehr beschämend für ihn. Er bringt sein Land in Schande. Ja gut, das wollte ich jetzt nicht gefallen lassen, diesen Schmähspruch. Bringt ihm aber auch nichts, er wird trotzdem verlieren. Let me think about it. Man kann ja auch so viel letten, wie man will. Das ist nicht wie bei Fold und Doppelfold. Ich liebe es, wenn der Computer das macht. Und ich liebe, wenn ich das mache. Kann es sein, dass an den Banden, die Bandenwerbung da Nintendo steht? Das machen sie ja gerne. Auch in anderen Spielen schon bemerkt. Das hätten sie doch irgendwie vermieten können an echte Sponsoren. Das wäre ganz ulkisch. Am besten für PlayStation Werbung machen im Nintendo-Spiel. Nee, das wäre nicht gut. Dann kauft am Ende noch jemand und er will schon PlayStation spielen. Da gibt's doch nichts.
was man spielen wollen würde. Herrliches, herrliches Musikstück. Play. Der war zu schnell für mich. Zu schnell für meine langsamen Augen. Wenn man dieses Bild von Phil sieht, in der Übersicht, hier zum Beispiel, Moment, hier. Ne, hier sieht man es gar nicht. Aber dann sieht es schon so aus, als wenn er eigentlich eine Brille brauchen würde. So wie er reinschaut. Aber er hat nie eine auf. Vielleicht hat er ja Kontaktlinsen. Hatte ich auch mal, aber die sind gar nicht mal so schön. Und jetzt brauche ich eh keine Brille mehr. Ich sage immer, wenn ihr mal irgendwelche Augenprobleme haben wollt, dann werdet weitsichtig. Denn das wird immer besser, während Kurzsichtigkeit immer schlechter wird. Und wenn ihr Glück habt, dann braucht ihr irgendwann keine Brille mehr als weitsichtiger Mensch. Und immer schön viel Karotten essen. Bringt zumindest was für die Psyche und für temporäre physische Bedürfnisse. Wollte gerade sagen, es hat er gut gemacht, aber dann war er doch so dumm. Pets, nee, Pets heißt das. Oder Reds? Nein, Pets. Habe ich mal ausnahmsweise auf den Verlierer geguckt, aber das macht mir ja eigentlich nicht. So, gewonnen. Ehrlich. Rob gegen Karl. Rob. Hero, bitte Hero. Egal wer es wird. Ich habe gegen beide schon gewonnen und gegen Brian auch schon zweimal verloren. Auf jeden Fall gegen beide schon gespielt. Deswegen gibt es da leider nichts Neues im Finale. Hero, sehr schön. Gegen den kann ich gewinnen. Und dann beim nächsten Mal geht's gegen Rob, also morgen. Bis dahin, ciao.